herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem... Haben wir schon gewundert. Tigerfarm. Wegen was? Hallo? Hallo? Ja. Ah, jetzt. Ich war gemutet. Ja. Ich habe gerade die Folge gestartet und da dachte ich, hä? Warum hört er mich nicht? So, wir haben gestern die Helfer noch ein bisschen laufen lassen. Ein bisschen. Damit der hier fertig wird mit Pflügen. Ach, du hast schon mit der Folge angefangen? Ja, gerade eben. Ach, lol. Und jetzt machen wir eben kurz die Reste hier. Wenn man das kurz nennen kann. Kurz eine Folge. Aber warte mal, wir hatten hier... Ah, jetzt 98% haben wir. 98? Jo. Ja, nice. Gestern lief eben der Helfer von uns beiden nochmal eine ganze Weile. Ah. Und der hat ziemlich gut gearbeitet. Wir müssen jetzt halt noch ein bisschen gucken. 2% kriegen wir recht flott hin, denke ich. Wenn ist, er der nicht... Pflug... ja. Ist der Pflug gerade verbuggt oder bin ich einfach nur zu blöd, den zu steuern? Meine funktioniert. Lass mich mal rein. Nee, ich hab B gedrückt und er hat sich nicht gedreht, deswegen meinte ich. Und eben war da. Der ist unten. Ja, ist er auch. Mussten schon anheben. Och, Alter, du verstehst nicht, was ich meine. Also bei mir ging's grad. Hast du Gräser gerade weggemacht? Nein. Warum nicht? Hey. Machst du es oder ich? Du. Gut. Gäserei. Uiuiui. So, da ist gerade kein Platz mehr. Ach, ein Wunder. Aber eben war das war der Pflug eben so, dass der Pflug zur einen Seite angezeigt hat, aber technisch zur anderen Seite war. Technisch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war. Einen Bug hast du doch schon gesagt. Ja. Aber war übelst komisch. Upsa. Nein, nicht runterfallen. So, wir hatten gesagt, wir wollen den Buttermischer runterstellen, ne? Ja. Da kann ich hier nicht einsteigen, was ist los? Butter ist sogar schon wieder fertig. Wir brauchen nur noch 1%. Das ist gut. Meiner fährt auch noch. Eieiei, immer diese Helfer. Ja, ich fülle gerade die Butter ab. Das kostet Geld, mein Junge. Wir verdienen gerade gut. Okay, wir haben immer noch 300.000 Schulden, aber trotzdem. Ja gut. Durch, wie nennt man das? Das kann man ja eigentlich nicht Bug nennen. Also. Eigentlich ja nicht. Durch eigenes Verschulden. Ja, deswegen sage ich ja, kann kein Bug sein. Nice. Abgeschlossen. Ich schließe ab, ne? Jo. So, geil. Schmeckt. Hast du den Pflug gekauft? Den Lemken, ja. Den Lemken hast du gekauft. Das muss ich hier überprüfen. Ist unserer. So, wir werden jetzt gucken. Buttermischer ist gleich leer. Wir werden gucken. Nee, der Lehmkönflug ist gemietet. Echt? Ja. Ach so ein Scheiß. Was habe ich denn dann gekauft? Den Tiefenlockerer. Ah ja, stimmt. Da war was. Ja. Müssen wir ansehen, ja, gell? Nö, hast du doch letztens. Nee, letzte ich habe nur das eine Feld angesehen, glaube ich. Ja. Du warst doch am 2 ansehen. Doch, beide sind besät.
aber nicht gedüngt, wir Helden. Und Unkraut ist auch drauf. Also, mal hier flott. Flotti Karotti. Oh, hier ist deine Hofeinfahrt. Ach, null. Du machst Unkraut, ich mach Düngen. Jo. Sehr schön. Mit GPS ist das ja kein Problem. So, gut. Wenn ich wüsste, wo die Spritze ist. Da, wo sie immer ist. Wo ist sie immer? Ja, hier. Geradeaus. Ach, da, von dir aus. Ah, da, ja. Das musste jetzt sein, gell? Klar. Alter, Kackpfosten. Welchen meinst du jetzt? Den vom PC oder? Uff. Beides, Kapi. Ja, 324 wird wohl nicht mehr reichen, oder? Da steht noch ein Fässchen. Warte. Oh, aber denk dran, haben wir Pflegebereifung? Glaube ich nicht. Der kann keine. Ich glaube, ich kann auch keine. Hast du ja perfekt gemacht mit. Hast du gut überlegt mit den Fan verkaufen? Gell? Richtig professionell. Ja. Richtig. Wir sind Profis. Oder gesagt, du. Jupp. Oh. Fail. Meiner kann auf jeden Fall keine. Das ist ein Großtraktor. Kein Großtraktor kann Pflegebereifung. Was haben wir? Beide 24 Meter, oder? Moment. Kann sein, ich muss ihn. Ja, 24 Meter. Dann spielen wir mal real. Du fährst vor, ich fahr hinterher. In echt sieht man auch Spuren. Ja, ich fahre ein Vorgewinde. Ja. Ja, ich wusste, dass du hupst, deshalb habe ich vorher gehupt. Warte kurz. Stopp. Stopp. Steig mal aus. Oh. Wie schnell fährst du? 12. Düngestreu. Du kannst, glaube ich, 20. Echt so schnell? Nee, 12. 15, glaube ich. Nee, 20. Meinst du? Heftig. Jo. Nein, stopp. We are realistic. Whoop, whoop. Tja, ich probiere genau deine Spur zu treffen, dass ich nicht nur mehr platt fahre. Normalerweise hätten wir Pflegebereifung genommen und nichts kaputt gemacht. Ja, normalerweise hätten wir auch so einen lumpigen 800er Fendt. Ja, okay, aber müssen wir bedenken, dass wir nochmal einen mittleren einen Traktor brauchen mit Pflegebereifung. Mhm. Vielleicht doch den Fiat. Er hat Pflegebereifung. Ja, eben. Ey, das ist schwer, direkt in deiner Spur zu fahren, der fährt trotzdem vieles platt. So, GPS ist Linie erstellt. Der zweite auch komplett gerade. Das ist nice. Zumindest auf der einen Linie. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt?
Ja, irgendwie so. Ah. Warte, ich fahre wieder hin und her. Warte. Ja. Fahr ich halt auch komplett gerade. Jo. Mach mal dann aus, fahr die Spur hoch, dass du dann wieder runterkommst. Dass man nicht im Feld direkt wenden. Oh, Alter, ist das schwierig. Sag ich doch. Man müsste die Spur wieder runterfahren können, oder? Ich mach mal hier so einmal raus hier. Na, warte, ich komme mal. Passt. Aha. Passt. Ja, ich. Ah, dann überlappt sich das so minimal. Ist egal, fahr die Spur runter und dann ganz gerade. Bleib auf der Spur. GPS-Spur. Ne, die, wo wir gerade hochgefahren sind. Fahr die noch mal runter. Achso. Und mach halt erst unten, wo es noch nicht ist, an. Okay. Jetzt. Jetzt. Uff. Schwierig. So, ich bin in deinem Windschatten. Ja, sind wir dumm. Weißt du warum? Warum? Das hätte auch einer machen können. Vorne Dünger, hinten Spritze. Egal. Jetzt ist es so. Machen wir halt Teamwork. Wenn es nicht anders geht. Och. Bestimmt auch mal schön für die Zuschauer, wenn sie sehen, dass wir auch harmonisch zusammenarbeiten. Können. Können. I wanna be hippie. Na, 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 na. Kennst du den englischen Witz mit Gerhard Schröder? Nee, mit Helmut Kohl? Nö. I became a Schnitzel. Was? I became a Schnitzel. Der ist im Restaurant und bestellt einen Schnitzel. I became a Schnitzel. Okay. Was? Englisch? Englisch kann der Tiger fahren wohl. Ich bekomme einen Schnitzel. Oh. Nein. Ja. Hä, was denn? I became. Was heißt denn became? Ah, ich bekam einen Schnitzel. Nein. Oder ich habe einen Schnitzel bekommen. Nein. Hä? Ich werde ein Schnitzel. Lol. Glaube ich, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe. Nee, became ist nicht werden. Doch. Nee. Bekommen, keine Ahnung. Become ist bekommen, das ist der Infinitiv. Ach, hör mal auf mit solchen Begriffen, Jung.
Was ist Infinitiv? Bitte. Die Grundform. Ah. Was bist du denn? Ich nichts verstehen. Fahr durch. Doch, ein. Soll ich auch wieder durchfahren? Ja, ja, wie willst du sonst rein? Doch. Nee, fahr rein. Okay. Wir müssen ja einmal noch hoch, oder? Ja. Achtung, Baum. Oder, warte. Ja? Ja, ja, mach. Kommst du sowieso nicht ganz hoch. Oder wir müssen dann sowieso wieder reinfahren. Es war zu früh. In 5 Minuten gibt's Essen. Das ist gut, weil die Folge ist jetzt sowieso gleich vorbei. Ich kann einfach gut timen. Du musst reinfahren, gell? Da vorne kommen Bäume. Bäume. Da kommen Baume. Baume, Baums. Baums. Ja. Passt doch. Wenn man davon absieht, dass wir unsere ganze Frucht platt fahren, dann ja. Hey, wenn einer die Folge sieht, der denkt, oh nein, was habt ihr getan? Na, wir sind einfach realistisch gefahren. So schaut's aus. Ja, auf den kleinen Fetzen unten verzicht mal. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein und um 16 Uhr beim Real Farming RP Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.